Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man solch einen kleinen Rainbow-Loom Fliegenpilz machen kann. Dafür benötigt ihr euren Rainbow-Loom, den Hook oder Haken und dann ein schwarzes Gummiband, 16 rote Gummibänder und 13 weiße Gummibänder. Bevor ihr mit dem Spannen des Looms beginnt, beachtet, dass der rote Pfeil des Looms von euch weg zeigt. Jetzt nehmt ihr euer erstes Gummiband, das ist bei mir das eine schwarze, und spannen es vom ersten Stift in der mittleren Reihe bis zum zweiten Stift in der mittleren Reihe. Also, so. So. Das war das eine Mal, wo wir nur zwei Gummibänder brauchen. Bei den restlichen Fliegenpilz brauchen wir immer zwei Gummibänder. Da nur eins. Jetzt nehmen wir zwei rote Gummibänder. Denk dran, zwei und spann sie vom zweiten Stift in der mittleren Reihe bis zum dritten. So. Dann wieder zwei rote Gummibänder. Oder zwei weiße, das kommt drauf an, wie ihr euren Fliegenpilz haben wollt. Könnt das unterschiedlich machen oder auch nur eine Reihe weiß oder auch nur eine Reihe rot, wie ihr es haben wollt. Ich mache es jetzt aber mal mit zwei weißen. Spannt das weiße, die zwei weißen Gummibänder, vom dritten Stift in der mittleren Reihe bis zum vierten Stift der mittleren Reihe. Gut. So sollte das dann aussehen. Dann nehmen wir wieder zwei rote Gummibänder, spannen die vom vierten Stift in der mittleren Reihe bis zum fünften Stift in der mittleren Reihe. So sollte das dann aussehen. Dann gehen wir wieder zurück zu den roten Gummibändern und spannen den vom zweiten Stift in der mittleren Reihe bis zum zweiten Stift in der linken Reihe. Einfach so rüber. Zwei rote Gummibänder oder zwei weiße. So. Dann wieder zwei rote. Vom zweiten Stift in der linken Reihe bis zum dritten Stift in der linken Reihe. Pass so rüber. So sollte das dann aussehen. Jetzt nehmen wir diesmal weiße Gummibänder. Und spannen die vom dritten Stift in der linken Reihe bis zum vierten Stift in der linken Reihe. So sollte das dann aussehen. Dann nehmen wir wieder zwei rote Gummibänder und spannen die vom vierten Stift in der linken Reihe bis zum fünften Stift in der mittleren Reihe. Dort bis nach dort. Immer zwei Gummibänder. So sollte dies dann aussehen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Anfang des Looms. Nehmen zwei rote Gummibänder und spannen die vom zweiten Stift der mittleren Reihe bis zum zweiten Stift in der rechten Reihe. So. Dann nehmen wir wieder zwei rote Gummibänder, spannen die vom zweiten Stift in der rechten Reihe bis zum dritten Stift in der rechten Reihe. So.
Dann jetzt zwei weiße und spannen die vom dritten Stift in der rechten Reihe bis zum vierten Stift in der rechten Reihe. So sollte es dann aussehen. Jetzt bespannen wir noch die Seite hierüber mit roten Gummibändern. So, vom vierten Stift in der rechten Reihe bis zum fünften Stift in der mittleren Reihe. So sollte das Ganze dann aussehen. Jetzt brauchen wir nur noch weiße Gummibänder. Wir spannen die vom fünften Stift in der mittleren Reihe bis zum sechsten Stift in der mittleren Reihe. Ihr könnt auch eins oder zwei nehmen, aber wenn ihr zwei nehmt, werden die Gummis etwas dicker. Das ist wie beim Lolli. Das machen wir jetzt dreimal. So sollte das Ganze dann aussehen. Jetzt nehmen wir ein weißes Gummiband, geben es auf den Fingern, machen es zu einem 8, geben es dann wieder zurück auf die Finger und dann geben wir es auf diesen Stift des Lumens drauf. Dass es so aussieht. Jetzt drehen wir den Lumen um, so dass der rote Pfeil zu uns zeigt. Gehen hinein, halten die beiden frisch drüber gespannten Gummibänder fest, weil sonst kann es passieren, dass die abgehen. Ich mache es so, dass ihr es besser sehen könnt. Lumen jetzt die beiden anderen noch einfach drüber. So, wenn das so abspringt, ist das überhaupt nicht schlimm. Oh. Bei mir ist gerade ein Gummiband gerissen. Ich habe gerade zu doll gezogen, also wartet kurz, ich repariere das wieder. Bis später. So, ich habe das Ganze jetzt erstmal schon gelumt. Jetzt müssen wir noch aber den Pilz alleine lumen. Ich fasse das rote Gummiband an und tue es von diesem Stift bis nach diesem Stift geben. Passt aber auf, dass ihr wirklich zwei Gummibänder habt. Entschuldigt. Die neue Kamera ist im Moment etwas komisch. So fasst sie an und tut's rüber. Einfach umdrücken. So sollte das dann aussehen. Nun diese und diese Gummibänder, also die und die. Einfach ganz normal. So. Und das letzte Gummiband lumt ihr jetzt noch von dort nach dort. So sieht das aus, wenn ihr es gelumt habt. Und dann lumt ihr es jetzt auch noch die und die Reihe. Also dieses Gummiband, das, das und das. Das, das und das. Das wieder so schräg rüber. Dann sehen wir uns später. So könnt ihr schon mal gucken, wie das aussieht. Einfach ran und lumen. Das ist ganz einfach. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn ihr alles gut gelumt habt.
Jetzt geht er hier zum Ende, dort beim roten Pfeil, und da seht ihr ja hier zwei Gummibänder drauf gespannt. Das untere Gummiband hebt ihr jetzt oben drüber. Also ich mache es mal von der Seite, da komme ich besser ran. Drüber, so es sieht, und zieht dann an diesem Gummiband. Nimmt dann lieber dazu zwei Finger. Und zieht nicht so doll, weil sonst könnte die Gefahr bestehen, dass das reißt. So, und jetzt könnt ihr euren Fliegenpilz abmachen. Ich nehme wieder den Hook, damit die Gummibänder nicht reißen. So, gleich ab. Und fertig ist euer kleiner Rainbow-Bloom-Fliegenpilz. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt alles gut verstanden. Wenn ja, was ich hoffe, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Und wenn euch das gar nicht gefallen hat, dann gebt leider einen Daumen nach unten. Aber ich finde es besser, wenn ihr so etwas gebt. Viel Spaß beim Nachmachen.